So, herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 3 in einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen, sind wir hier in dem Kristalllabyrinth gewesen und haben eine relativ schwere Schlacht geschlagen. Meine Armee ist ein bisschen ramponiert. Die muss ich noch ein bisschen heilen. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie lang das Tutorial, was wir jetzt ja gerade spielen, eigentlich geht. So, erstmal müssen wir gucken, was wir noch alles ausbauen können. Wir haben hier... Warte, wer bist du? Der hat eine äußerst seltsame Stimme. Ich meine, ich könnte die noch hier mit reinpacken. Aber ich kann mich diese Runde mit der Armee eh nicht mehr bewegen. Deswegen hier oben dieses Bewegungsgeschwindigkeit des Kommandanten erhöhen, drückt R, um die Geschwindigkeit eines Kommandanten zu erhöhen. Das macht gar nichts. Könnte auch daran liegen, dass ich keine Bewegungspunkte mehr habe. Dann würde ich aber sagen... So, hier unten sind wir einigermaßen sicher. Was war das hier? Schaltet Elementarbären frei. Oh, das war ein ganzes Stück da oben. Da müssen wir aber noch weit laufen. So, die Frage wäre erstmal, wir stehen mit der Furt hier noch im Krieg. Alle anderen mögen uns zwar nicht, beziehungsweise hier oben sind wir noch mit ein paar weiteren Leuten im Krieg. Ich würde aber trotzdem gerne, glaube ich, erstmal die Furt hier kaputt rennen. Aus dem einfachen Grund, dass ich ungerne... ich habe im Moment ja nur eine Armee und wenn ich mit der jetzt nach hier oben gehe und dann bildet der Gegner hier irgendeine Armee aus, dann kann die hier reinlaufen und in aller Ruhe alles übernehmen. Ohne dass ich da groß was gegen machen kann. Deswegen gucken wir mal... Was würde das mir geben? Weniger Rekrutierungskosten, das brauche ich gerade nicht. Hier könnten wir Rang 3 ausbauen. Ich glaube, das mache ich sogar. Wird es hier nicht mehr reichen für den dritten, das können wir dann nächstes Mal machen. Oh, und wir können noch skillen, so wie es aussieht. So, was haben wir denn da? Ich muss noch so ein bisschen den neuen Skilltree verstehen. Ich habe das Gefühl, es gibt weniger zu skillen als vorher. Was ich immer ganz gerne skille, also zumindest vorher geskippt, warum hat Blitzschlag? Ermöglicht Blitzschlachten, wenn Verstärkungen anwesend sind. Die Option zum Austragen einer Blitzschlacht erscheint in der Eröffnungsübersicht. Durch Aktivierung wird verhindert, dass sich Verstärkungen der Schlacht anschließen. Ah, okay, das ist der wahre Blitzschlag. Das ist früher immer so die erste Fähigkeit gewesen, die ich geskillt habe. Weil wenn man dann zwei Gegnerarmeen hat, die direkt nebeneinander stehen, kann ich hingehen und nur eine von denen angreifen, ohne dass die sich gegenseitig helfen können. Und das war immer mega praktisch. Das bekommt man hier also, wenn man den dritten Punkt in Blitzschlag drin hat. Das macht die Rekrutierungskosten runter. So, aber als erstes geht es mir normalerweise immer darum, ich würde jetzt den Age of Empires Begriff Boomen nutzen und einfach mehr Geld so schnell wie möglich upgraden und das Einkommen in die Höhe treiben. Und da hilft normalerweise immer sehr Quartier. Ich kann sogar direkt alles drei auf einmal skillen. Okay, weil minus 9% Unterhalt für alle Einheiten sorgt halt dafür, dass wir ein wesentlich höheres Einkommen haben, weil die Armee hier ist halt teuer, ne? Und jetzt zahlen wir deutlich weniger für sie, das ist gut. Und wir haben noch mehr Punkte. Ah, das ist unser Eismagier. Was soll der denn können? Kuss der Eisjungfer. Der betäubende Kuss des Winters reicht aus, damit sich der Reif auf der Haut kristallisiert und jede Kreatur bis auf das Knochenmark gefriert. Kurzer, breiter, ausweitender, tropfenförmiger Angriff, komm mal.
Das holen wir uns doch direkt mal. Ich pack sogar direkt beide Punkte rein. So, okay. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren Kommandanten und gehen die Furt klatschen. Das Gute ist, dass wir hier unten halt so komplett sicher sind. Ich muss mir keine Sorgen machen, von unten angegriffen zu werden. Die einzigen Angriffsmöglichkeiten ist von hier und über die Furt. Und der Typ mag mich zwar nicht und der auch nicht, aber die sind nicht im Krieg mit mir. Das bedeutet, eigentlich sollte das kein Problem sein, aber erstmal muss ich meine Runde beenden. So. Ganz viel Bau abgeschlossen. Warum? Ach, weil das hier, ich hatte das ja auf grün umgestellt. Boah, da sieht man ja gar nicht die, okay, Moment, das muss ich mal ganz kurz umstellen. Einstellungen. Spielerfarbe. Kann ich das irgendwie resetten auf was auch immer es vorher war? Beziehungsweise, was passiert, wenn ich das auf weiß mache? Ist weiß besser sichtbar? Weiß ist ganz gut sichtbar. Okay, dann bleiben wir erstmal bei weiß. Ich würde dich gerne in die Armee hinzu, beziehungsweise, Moment. Ich kann noch zwei neue Einheiten ausbilden. Was passiert hier, wenn ich R drücke? Gar nichts. Ich dachte, irgendwas passiert, wenn ich R drücke. Ach so, der bewegt sich einfach nur schneller. Ah, okay. So, wir können zwei Einheiten uns noch holen. Und wir haben hier diese Eiswache Schwerter, Eiswache Glefe. Ich glaube, die hole ich mir sogar. Das sind so Spezialeinheiten. Und packe dich wieder in die Armee rein. So, jetzt habe ich meinen Anführer, zwei Heroes, ein bisschen Fernkampf, bisschen Kavallerie, relativ viel Infanterie. Diese gepanzerten Korsaren muss ich eventuell dann später mal austauschen. Aber erstmal können wir die noch benutzen. So, Geld ist alle, beziehungsweise Vorräte ist ja nicht mehr Schatzkammer, whatever. Ist ja nicht mehr einfach nur noch Gold. So, Verlustverstärkungsrate plus 10%. Das bedeutet, meine Einheiten heilen sich schneller und ich muss eine neue Forschung auswählen. Einkommen aus allen Gebäuden, Baukosten, Führerschaft. Ja, Einkommen. Wie gesagt, ich gehe auf Geld. Im Moment reicht mir diese eine Armee auch völlig. Was mich ein bisschen wundert ist, ich kann nicht mehr, also früher konnte man eine normale Bewegung machen oder sprinten. Die Möglichkeit habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das hier ist eigentlich das Symbol für Sprinten, aber ich kann es auch nicht ändern. Oha, hier steht, okay, hier steht nicht viel, das ist eigentlich praktisch, weil wenn ich darüber gehe, kann ich den Prinz Apostel killen. Ich habe zwar noch keinen Blitzschlag, der wird es hier mega lohnen. Aber der Kampf findet dann, was machst du? Mehr Einkommen und du mehr Wachstum. Okay, mehr Einkommen. So. Weil die Sache ist, ich weiß nicht, ob die hier Mauern hat. Ich habe noch keine Ahnung, woran ich das erkenne. Es ist eine Provinzhauptstadt. Normalerweise hat eine Hauptstadt Mauern. Aber wenn ich den Typen hier direkt angreife, dann müsste ich eigentlich vor der Tür fighten. Knapper Sieg, Verluste Mittel. Euer Gegner befindet sich nah an einer anderen Armee und an einer Siedlungsgarnison auf der Kampagnenkarte. Wenn eine Schlacht beginnt, werden die Armeen im Umfeld ebenfalls dem Kampf beitreten. Das Gute ist, zu Beginn der Schlacht wird nur die Hauptarmee entsandt. Genau, das da ist die Verstärkung. So, wir könnten das jetzt manuell führen, aber wir haben hier knappen Sieg. Ich weiß nicht, irgendwann gab es für Total War Warhammer 2 ein Update, wo einem genau auch angezeigt wurde, wenn man hier schnelles, automatisches Gefecht macht,
welche der eigenen Einheiten sterben. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, das müssen wir ausprobieren. Verluste Mittel, aber ich denke, knapper Sieg ist grün, das müssen wir nicht selber führen. Was passiert jetzt? Okay, wir haben keine Einheit verloren. Ich erhöhe meine Schatzkammer. So. Das einzige Problem ist, wir haben nicht mehr die Bewegungspunkte, noch die City anzugreifen. Aber wenn wir auf Garnisonsdetails gehen, sehen wir, dass wir nichts sehen. Okay. Von der Garnison sollte nicht mehr viel übrig sein, weil wir die alle geboxt haben gerade. Das heißt, nächste Runde da anzugreifen sollte deutlich angenehmer sein. Wir nutzen unser Geld dann auch nochmal schnell, um hier... wir können hier was Neues bauen. Was bauen wir denn? Die Stadt hier geht nicht höher als Stufe 3, das heißt... ja, ich baue hier eine Kaserne rein, glaube ich. Oder habe ich noch irgendein Produktionsgebäude, das cool ist? Wachstum brauche ich nicht. Holzplatz, könnte ich eine Stufe 1 bauen? Mach die Rekrutierungskosten runter. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Und hier kann ich auch nichts machen. Okay, was haben wir hier oben drin? Ja, wir haben hier oben schon eine Kaserne. Also eigentlich brauche ich nicht noch eine Kaserne. Direkt daneben. Ich könnte hier diese Stelle bauen. Aber ich glaube, da nehme ich tatsächlich den Holzplatz für 5% weniger... Baukosten fraktionsweit. Und skillen können wir auch noch. So, und das zweite, was ich... also meine Armeeanführer... ich mache meistens immer erst die quasi zusätzlichen kleinen Sachen. Skill ich meistens immer, bevor ich Fähigkeiten oder so etwas mache. Ist das Geschossresistenz? Wir könnten ihm aber ein Reittier geben. Es wäre allerdings ein Punkt, den wir verschwenden, weil wir ja später den Kriegsbären kriegen. Deswegen, ich warte noch, ich will den Bären haben. Wenn, es geht nichts unter Bär. So, jetzt ist die Frage, wir könnten hier Verlustverstärkungsrate ist cool oder Blitzschlag uns holen. Ich glaube, ich hole mir erstmal die Verstärkungsrate. Weil meine Armee ist ein bisschen low gerade. So, und meine Eisjungfer kann auch was skillen. Was haben wir denn hier? Mehr Rüstung. Einen Debuff-Zauber. Magische Angriffe. Das ist ein Buff-Zauber. Füge Kämpfern Schaden zu. Stark gegen Charakter. Den Zauber verstehe ich nicht so ganz. Ist jetzt gegen eine Einzeleinheit oder gegen mehrere? Ich denke mal, ich hole mir einen Punkt in Frostschild und dann die Frostklingen. Dann kann ich theoretisch einem meiner Melee-Leute, gebe ich dann das Frostschild und die Frostklingen und dann habe ich plötzlich eine, also eine Einheit, die gerade in Bedrängnis ist und dann haben die sehr viel mehr Rüstung und sehr viel mehr Angriff. Das dürfte ganz gut sein. So, und unseren Patriarchen kann ich auch skillen. Was hat der? Waffenstärke. Erstmal gucken, was ist denn das Höchste, was wir kriegen können. Andauernde Hingabe. Okay. Der kann auch einen Kriegsbären bekommen. Heiler. Ich würde sagen, noch... wir können... hier können wir nur eins skillen. Okay. Dann skillen wir Truppen auffüllen. Ja, dann mache ich den doch zu meinem Typen, der mir Buffs gibt. Ah, ich kann nur eine dieser Fähigkeiten. Was machst du? Vitalität pro Sekunde minus 100%. Ja, Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Okay, dann sind wir fertig. So, relativ viel abgeschlossen. Dann müssen wir jetzt belagern. Eure Armee belagert eine Siedlung. Dieses Fenster zeigt Fortschritt der Belagerung an. Dies zeigt an, dass die Siedlung über Mauern verfügt. Ah, okay.
Beim Angriff müsst ihr die Belagerungsgeräte bauen. Die Konstruktion von Belagerungsgeräten kostet Arbeit. Hier könnt ihr eure Gesamtbereitschaft ansehen und wie viel ihr pro Runde ausgeben könnt. Klickt auf dieses Feld, sobald ihr Belagerungsgeräte gebaut habt, um euren Angriff zu beginnen. Genau, wir können Städte mit Mauern können wir nicht direkt angreifen. Es sei denn, wir haben zufällig eine Einheit dabei, die standardmäßig schon über Belagerungsgerät verfügt. Das ist nicht der Fall. Und ich hole mir mal einen Turm, weil die Türme sind... Okay, das dauert 2 Runden. Okay, wir können uns einen Rambock, einen Turm holen. Das dauert dann jeweils eine Runde. Das heißt, wir müssten eigentlich da angreifen können. Jetzt muss ich die Belagerung fortsetzen. Und nächste Runde sind dann die Belagerungsgeräte fertig. Und dann können wir diese Stadt einnehmen. Beziehungsweise, was will ich mit Wachstum eigentlich? Oder mache ich hier mal so eine kleine, so das Herrenhaus der Augen, da kann ich dann ein paar Einheiten ausbilden. Sonst kann ich, glaube ich, jetzt eh nichts mehr machen. Dann warten wir eine Runde. So, jetzt müsste unser Belagerungsgerät fertig sein. Ja, entscheidender Sieg, Verluste niedrig. Ja, die sind hier alle schon... das ist super genial gewesen, wenn ich mal kurz wieder rausgehe. Weil dadurch, dass hier... also intelligent wäre es von ihm gewesen, die eine Armee weglaufen zu lassen. Weil wenn ich mit der Armee vor der Stadt kämpfe, dann bekommt die Verstärkung von der Garnison hier drin und von der Armee. Kämpft aber ohne ihre Mauern. Und Mauern sind ein Riesenproblem und machen Angriffe deutlich schwerer. Sprich, intelligent wäre es von ihm gewesen, seine Armee hier weglaufen zu lassen, dann die Armee hier drinnen massiv aufzufüllen. Beziehungsweise, der steht nicht mal drin, der steht sogar davor, der Typ. Egal. In jedem Fall können wir hier auch wieder automatisches... Was ist das da eigentlich? Defensive Vorräte. Ah, okay. Wenn wir automatisches Gefecht machen... Alle tot. Und die Furt gehört mir. Bam. So. Fraktion vernichtet. Apostel des Wandels. Das heißt, einer unserer Gegner ist weg. We cannot be everywhere. What if we entrust a veteran to lead a new army? One to help enforce your will. Bring forward those who wish to lead. Let me see who is worthy. Ja, eine neue Armee. Genau, Kommandantenrekrutierung. Die Rekrutierung von Kommandanten ist nun freigeschaltet. Öffnet das Kommandantenrekrutieren-Fenster, um auszuwählen, wer euch dienen soll. Beachtet ihre Eigenschaften und Kosten. Die kosten alle exakt gleich viel. Und das hier sind die Eigenschaften. Weniger Geschwindigkeit, mehr Führerschaft. Mehr Führerschaft... Mehr Nahkampfangriff und durch rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Weniger Geschwindigkeit ist absolut no. Ist ein No-Go für mich. Weil ich mag Speed. Wertetechnisch sind die alle das gleiche. Ich werde jetzt aber im Moment noch keinen neuen Anführer mir holen. Weil im Moment sehe ich keine Gefahr wirklich, dass wir angegriffen werden. Ich wüsste zumindest nicht von wem. Das Einzige, also... Die Richtung hier macht mir ein bisschen Sorge. Sprich, hier eine Armee hinzustellen. Wenn ich hier eine kleine stehende Armee hätte, dann kann ich mit der Armee hier oben rumlaufen und quasi einmal hier durchsensen. Weil ich hier eine Armee habe, die quasi meine nicht verteidigte Flanke dann hält. Für den Fall, dass einer von denen auf die Idee kommt, mich anzugreifen. Die Frage wäre jetzt erstmal, muss ich die überhaupt angreifen, weil... Historische Beziehungen Riesenadler stammen. Sie missbilligen strategische Bedrohung. Ich meine, kann ich... Die scheinen mich doch einigermaßen zu mögen. Kann ich denen nicht
militäres Zugangsabkommen abschwatzen oder irgendwie sowas. Aber ich kann leider im Moment noch keine Diplomatie machen. Erstmal müssen wir uns hier ordentlich heilen. Weil der Armee geht's nicht gut. So. Bauen wir das Herrenhaus, beziehungsweise Moment. Erstmal sollte ich gucken. Okay, nee, in der Furt hier kann ich nicht. Was ist das? Hof der Atamane. Die wenigen Atamanen, die in Norden gezogen sind, teilen ihr unvergleichliches Wissen mit dem Agenten der Expedition. Nahkampfabwehr für Helden und Nahkampfangriff für Helden. Oh, da kann ich meine Helden ziemlich mit buffen. Stackt sich? Das ist, Moment, ist das ein Spezialgebäude aber, ne? Ne, das ist eins meiner Standardgebäude? Stackt sich das? Kann ich von dem Gebäude dann, okay, es sind 5 Stufen, also es ist sauteuer, aber kann ich davon dann irgendwie 30 bauen und haben dann Helden, die alles one-shotten? Stehe ich das richtig? Genauso diese Sachen hier alle. Ha. Interesting. Wir müssen jetzt erstmal noch skillen. Meine Armee muss sich erstmal ein bisschen heilen. Wir können gucken, dass wir hier schon mal Upgrades uns holen. So, der hat jetzt einen Punkt. Ich skill als nächstes Richtung Blitzschlag. Da der Barkor Yuri meine Angriffsarmee sein soll, wird der garantiert Blitzschlag benötigen. Du skillst deine Frostklingen weiter. Der andere hat scheinbar kein Level-Up bekommen. Okay, das bedeutet, hier sind wir noch mit jemandem im Krieg. Mir fehlt so ein bisschen die Diplomatie-Option, um zu sehen, mit wem ich gerade im Krieg bin. Ich sehe das irgendwie nicht so. Aber da die hier mögen mich einigermaßen, ist zwar nur auf 2, aber das ist okay. Ja, die sind mir alle nicht feindlich gesinnt hier. Muss ich gegen die militärisch vorgehen? Dann wird es an sich nämlich am meisten Sinn machen, wieder zurückzugehen und hier rüber die Blutstadt anzugreifen, sodass ich den Krähenhorst ignorieren kann. Weil ich spiele immer sehr gerne sehr diplomatisch und versuche mir relativ früh auch Verbündete zur Seite zu holen und diese Verbündeten dann mehr oder weniger das gesamte Spiel mit mir zu ziehen. Es war im zweiten Teil immer so lala hat das funktioniert, weil die Diplomatie war eher so medium ausgebaut, also es wäre schön gewesen, seinem Verbündeten ein bisschen mehr sagen zu können, wie greift die Stadt an, auch wenn das schon deutlich geholfen hat, ihnen sagen zu können, wo sie hinrennen sollen. Aber vor allem so Sachen wie, ich bin mit den Leuten verbündet seit Runde 1 quasi. Und wir haben seit Runde 1 uns gegen x Leute gewehrt. Dann habe ich irgendwie mehr Leute in meinem militärischen Bündnis. 2 von denen bekriegen sich. Oder einer von den anderen Verbündeten greift mich an, aus irgendeinem Grund. Also der ist nicht mit mir verbündet, sondern nur mit meinem anderen Verbündeten. Und anstatt halt quasi bei mir zu bleiben, obwohl unser Bündnis viel, viel älter ist, habe ich plötzlich meinen Verbündeten seit Runde 1 gegen mich. Das hat für mich nie so Sinn gemacht. Dass mich halt quasi mein engster Verbündeter, vor allem auch so Sachen wie, dass ich einen Abzug in der Diplomatie kriege, dafür, dass mein Verbündeter, dass ich bin besonders stark und deswegen kriege ich Abzug bei meinem Verbündeten, mit dem ich schon so lange verbündet bin, dass es eigentlich klar ist, dass es mega geil für ihn ist, wenn ich stark bin, weil wenn ich stark bin, ist er auch stark. Weil ich ein so altes Bündnis werde ich ja nicht mal eben so auflösen. Also, ja. Ich spiele auf jeden Fall immer gerne mit Verbündeten, deswegen lasse ich den Krähenhorst erstmal frei. Jüngste Ereignisse waren für Sorka Gospodarov Patriarch erfolgreich. Welche Ereignisse? So, wir haben auf jeden Fall das hier fertig. Kosten für alle Gebäude könnte ich machen.
Ich glaube aber, was haben wir denn hier? Was ist hier? Nahkampf für Kavallerie, Unterhalt für Kavallerie, Rekrutierungskosten. Kavallerie. Gibt es hier irgendwas für meine Bogenschützen? Ja, hier Befiederung, Geschossstärke, Reduktion der Nachladezeit. So. Jetzt ist die Frage, will ich erst meine Einheiten verstärken? Oder will ich mir mehr Verlustverstärkungsrate holen? Ich glaube, ich verstärke meine Bogenschützen. Ich mag Bogenschützen. So. Das bedeutet, ich lasse den Krähenhorst jetzt erstmal in Ruhe und gehe wieder zurück. Kann mal gucken, wie sieht das hier. In zwei Runden kann ich hier was nochmal ausbilden? Strelzi. Geschütz 2-Hand-Axt-Infanterie. Was ist das bitte? Geschütz 2-Hand-Axt-Infanterie. Warte, ich kann auch hier. Für Feiglinge in der Ferne gibt es den Lauf einer Schusswaffe. Für Narren in der Nähe greift man zur Klinge einer Axt. Ach, die können quasi ballern und ihre Zweihandaxt benutzen. Das ist ja cool. Annehmbarer Nahkampfspezialist, rüstungsdurchdringend, gepanzert, Hybrideinheit. Das klingt schon ziemlich geil. Gepanzerte Korsaren. Das heißt, warte, gepanzerte Korsaren sind doch auch diese Default-Einheiten, die ich hier habe, oder? Nee, Zarenwache. Okay, das ist nochmal was anderes. Aber wenn ich von meinen gepanzerten Korsaren mit Speeren, wenn ich die hier auf zusammenlege und auf 3 beschränke, dann kann ich in 2 Runden mir hieraus 2 von diesen Axt-Typen holen. Da habe ich gerade irgendwie Lust drauf. So, was können wir sonst machen? Wir können Zeug ausbauen. Das gibt uns mehr Einkommen. Das will ich haben. Und dann ist unser Geld auch schon wieder weg. So, und der skillt weiter Truppen auffüllen. Ich finde irgendwie, was ich gerade benutze, ist hauptsächlich Wissen aus dem zweiten Teil. Und Truppenverstärkungsrate war da für mich immer so das A und O. Weil, wenn man dann einen schweren Fight geschlagen hat, der Gegner braucht Zeit, sich wieder aufzubauen, du brauchst Zeit, um deine Einheiten zu heilen. Wenn deine Armee aber, und das hat mir vor allem bei den Waldelfen, was mein Lieblingsvolk war, immer extrem gut gefallen, wenn man da richtig geskillt hat und die richtigen Items ausgerüstet hat, dann hat man quasi maximal so 2 Runden gebraucht, bis die Armee wieder komplett voll war. Vor allem bei den Bäumen, wenn man da diesen Haupt, also diese endmäßigen Dinger, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Wenn man da diesen großen Anführerbaum, den man da irgendwo kriegen konnte, wenn man den in seiner Armee hatte, richtig geskillt hat und dem dann so eine Armee komplett nur aus Bäumen gegeben hat, und Dryaden, dann war das eine Armee, die wirklich nach einer Runde immer instant wieder voll ist. Sogar in fremdem Gelände. Das ist so cool gewesen, dann damit. Weil das ist dann einfach so eine. Also, man muss aufpassen, dass man nicht umzingelt wird. Aber ansonsten hat man eine Armee, die quasi durchgehend pushen kann. Und dem Gegner keine Zeit gibt, neue Armeen aufzubauen. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. So, noch mehr Ressourcen. Nächste Runde sind die Quartiere fertig. Zack. Das heißt, ich muss ja gar nicht in der Stadt sein, um die auszubilden. Ich kann mich jetzt ja quasi schon mal hier in Position begeben. Und dann will ich. Nein. Genau, Strelzi. Genau. Was ist das? Flügel-Ulanen. Ich habe mittlerweile so seltsame Einheiten hier drin. Aber ich will 2-Hand-Axtkämpfer. Okay, ich kann mir nur einmal 2-Hand-Axtkämpfer leisten.
Nächste Runde hole ich mir dann den zweiten. So. Dann jetzt Nummer 2. Was ich mich gerade frage ist, kann ich mir so einen Flügel-Dude holen? Wie viel kostest du? 1600. Ich könnte mir einen von denen holen. Indem ich hier so einen Derwisch wegpacke. Kann ich mir hier... Ich finde es interessant, die haben alle eine... Also wirklich jede Einheit hat hier nur eine Runde Rekrutierungszeit. Liegt das am Tutorial oder ist das Standard? Weil das geht ja gefühlt richtig schnell. So, die werden mich jetzt gleich hassen. Das ist halt sehr tragisch für sie. Aber ich muss da oben hin. Und um da oben hinzukommen, müssen wir die Blutstadt einnehmen. Erstmal kann ich hier noch irgendwas Cooles. Das auf Stufe 3. So, das wird dem Typen jetzt echt nicht gefallen, aber... Sorry. Word has spread. Tribes hear of my exploits. The Kislevite who subjugates demons and emerges from Tzinch's labyrinth. Where before they would have ridden out to crush us. Now they send an envoy and some piffling tribute to try and buy my allegiance. Gerrick urges caution, as usual. But I could turn this to my advantage. Dominate these lands, not just with war, but with words. Yeah. Through such base diplomacy, I can further my quest to find Orson. Yeah. All I need do is accept their gift. Ja, was ist das für eine Frage? Erhalten einen durchschnittlichen Gegenstand und einen Diplomatiebonus. Da gibt's gar keine zwei Fragen. So, Fähigkeit Stärketrank, das ist schön. Ihr habt einen globalen Effekt erhalten, der euch einen diplomatischen Bonus mit den Norse-Kriegern verschafft. Haltet für mehr Details eure Maus darüber. Okay. Ey, ihr könnt nun diplomatische Aktionen mit Fraktionen ausführen, die, denen ihr euch nicht im Krieg befindet. Yes. Diese Liste zeigt Fraktionen ein, denen ihr bisher begegnet seid. Nachdem ihr eine Fraktion ausgewählt habt, wird der Anführer hier erscheinen. Je höher die Gesinnung, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Angebote annehmen. Klickt auf das... Diplomatieführer, ja. Wenn ihr fertig seid, kann ich es hier verlassen, genau. Okay, so, die kann man auch nach Gesinnung und so sortieren. Der große Tong. Noska. So, jetzt ist die, jetzt. So, Mission erteilt, schließt ein militärisches Bündnis mit einer Fraktion. And what if they don't submit to us? You already know the answer, Gerrick. We go to war. Das ist ja eine schöne Diplom... Hey, willst du meinem Bündnis beitreten? Ich box dich, wenn du es nicht tust. gewinnt 3 Schlachten, ja. So, dann gucken wir mal. Krähenhorst hier mit euch. Kann ich hier nicht durch Doppelklick irgendwie... Northmen come. So, yo. You trespass, Ungo. What toll will you pay to avoid punishment? Sie scheinen keine ernsthafte Bedrohung für euch darzustellen. Ja, das will ich Ihnen auch geraten haben. Was habe ich hier? Was bedeuten diese Zahlen? Okay, das Diplomatiefenster Krieg erklären, Krieg beitreten gegen, Geld senden. Militärisches Bündnis vorschlagen, militärischen Zugang erbitten, nicht Angriffspakt. Was bedeutet dieses minus 2? Minus 1,9. Dies zeigt an, wie die ausgewählte Fraktion das Angebot einschätzt. Sollte dieser Wert positiv sein, nimmt sie es an. Ansonsten sind weitere Überzeugungsarbeit oder Drohungen erforderlich.
Ach, ich kann jetzt sehen, ob sie Sachen annehmen. Wow, das ist richtig, richtig geil. Weil das ist so ätzend gewesen vorher. Dann schlägst du nicht Angriffspakt vor, die lehnen ab. Dann gibst du ihnen 300 Gold, dann lehnen sie ab. Dann gibst du ihnen 400 Gold, dann lehnen sie ab. Dann legst du ihnen 600 Gold, dann lehnen sie ab. Dann gibst du ihnen 700 Gold, dann nehmen sie an. War so richtig bescheuert. Okay, jetzt haben wir diplomatische Abkommen, minus 1,9. Aufgliederung der Bewegung. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das militärische Zusatzabkommen, dann bin ich bei minus 6,8. Und dann kann ich jetzt eine Zahlung anbieten, zum Beispiel diese 227, und es ändert sich gar nichts, weil das absolut nichts ist. Okay. Ich kann den Vorschlag auch nicht übermitteln, wenn er negativ ist. Also ich habe gar nicht mehr die Chance. Okay, das heißt aber, ich kann hier quasi jetzt verhandeln, ohne die ganze Zeit zu warten, bis sie Dinge ablehnen. Das ist praktisch. Okay. So, an sich würde ich mit dem Krähenhorst gerne ein Bündnis eingehen. Muss mal kurz gucken, die sind hier alle nicht mit irgendwem verbündet, ne? What? So. Wer ist dieser Tong-Typ? Wo ist der? Ich sehe den gar nicht. Nicht da oben. Keine Ahnung, wo der herkommt. Die da mögen mich nicht. Ach nee, die mögen den nicht, okay. Da muss man nämlich auch immer drauf achten. Das wäre... Okay, warte. Wie sieht es bei euch aus? Okay, ihr mögt euch alle untereinander nicht. Lass mich raten. Das heißt, an sich wird es Sinn machen, mit einer der Fraktionen ein Bündnis einzugehen. Ich denke mal den Krähenhorst oder wie auch immer ihr wirklich heißt. Riesenadlerstamm. Ich denke, den Riesenadlerstamm... Ja, die sind alle super schwach. Aber ich kann mit dem Riesenadlerschwamm... Stamm kann ich theoretisch ein Bündnis eingehen. Die hier werde ich wahrscheinlich bekriegen müssen, weil... ja, unerlaubtes Betreten. Die mögen mich sowieso schon nicht. Okay, das heißt aber erstmal müssen wir unsere Runde beenden. Wir sollten auch höhere Chancen kriegen, weil dadurch, dass die hier, wir kriegen bei denen jetzt einige Boni und die werden uns noch mehr mögen, wenn wir hier Blutstadt reinigen. Und dann müssten wir mit denen Bündnis eingehen. Im Bestfall würde ich dann denen tatsächlich sogar die Blutstadt auch überlassen, dass die sich quasi hier oben so einen Ring bilden. Weil dann sind meine Cities hier unten alle gesichert. Sobald ich dann mit denen im militärischen Bündnis bin, muss jeder Gegner, der mich von Norden aus angreifen will, muss an dem Typen vorbei. Und das gibt mir Zeit, mich vorzubereiten. Bevor halt meine eigene Economy angegriffen wird. Quasi so eine Art Pufferzone. Das müssen wir aber erstmal vorbereiten. So, jetzt ist die Frage. Kann ich mit euch... So, ihr mögt uns jetzt auf plus 9. Nicht Angriffspakt ist... So, wenn ich jetzt eine Zahlung anbiete von, sagen wir... Oh, perfekt, ich sehe da unten sogar direkt... Ah. 2500 dafür, dass wir nicht Angriffspakt haben. Das ist es mir tatsächlich wert. Ich plane ja langzeitlich mit dem. Das heißt, ihm finanzielle Unterstützung zu senden, hilft mir auch. Was haltet ihr davon? Sehr gut. Wir haben einen Blutpakt. Das sollte auch dafür sorgen, ja, wir haben jetzt die Toleranz. Das ist der Bonus, den wir bekommen haben. Wir haben ein Abkommen mit denen. Wir haben die historischen Beziehungen. Und sie werden uns jetzt gleich noch mehr mögen, weil... Sobald ich es geschafft habe, aus den ganzen Menüs rauszukommen. Ich würde euch gerne den Krieg erklären. Wenn ihr nichts dagegen habt. Das tut mir wirklich leid für euch, aber... Oh, und die sind mit denen da auch im Krieg. Das ist ja
phänomenal praktisch. Das heißt, die da werden mich auch mehr mögen, wenn ich... Okay, das tut mir wirklich leid für die Quelliger, aber... Die alle anderen hassen sie. Und ich habe nur Vorteile davon, sie Platz zu machen. Also, sorry, ne? An diesem Tag wird viel Blut für den Blutgott sprudeln. Ja, das befürchte ich auch, allerdings nicht meins. Moment, wer ist das da oben? Uff, was ich kann nicht einschätzen, wie gut die Einheiten sind, die er da drinnen hat. Ich denke, es wird grundsätzlich erstmal helfen, wenn ich die City hier einnehme. So, wachsende Macht. So, weil ich bin jetzt in der City, die Mauern und alle, so die kann mir nicht wirklich helfen, die City. Aber der Typ erleidet jetzt Verschleiß, weil er keine Stadt mehr hat. Der da oben wird mich wahrscheinlich in der nächsten Runde angreifen, aber das dürfte nicht gut für ihn ausgehen. So, und wie sehr liebst du mich jetzt, ist die Frage. Du wirst mich doch jetzt über alles lieben, oder? Ja, hier, Militäraktionen, Krieg, unerlaubtes Betreten. Das geht rasant höher jetzt bei denen. Außerdem dürften die im Osten hier mich jetzt auch mehr mögen. Ja, die finden das auch richtig klasse, was ich gerade mache. Vielleicht kann ich mich dann mit denen hier auch noch verbünden. Ich brauche die zwar eigentlich nicht. Und eigentlich wollte ich diese City auch gar nicht einnehmen, aber jetzt ist es halt meine. So, dann müssen wir jetzt nochmal ganz kurz skillen, weiter Richtung Blitzschlag gehen. Weiter Richtung Frostklingen gehen und Runde beenden. My brother wishes me to be lenient. Tell me why I should. We will share blood and spoils. Ach, das ist ein der Norska-Typ macht mir jetzt selber ein Angebot. Der hat gesehen, dass ich seinen Nachbarn gerade massakriert habe und will jetzt, dass ich ihn nicht angreife. Und ehrlich gesagt, jeder, mit dem ich mich nicht selber kloppen muss, ist gut. Hi, ja. Das haben sie, finde ich, in dem Game, das war auch im zweiten Teil schon. Wenn eine Fraktion seine letzte City verliert und quasi nur noch einen Kommandanten mit einer kleinen Armee hat, hat er nicht wirklich noch eine Chance, irgendwas zu machen. Und deswegen rennen die Leute dann nicht unendlich weit weg, sondern begehen Suizid, indem sie einfach mal jetzt meine starke Armee angreifen, davon getötet werden. Ich verstärke meine Einheiten noch. So, Fraktion vernichtet. Alle haben einen Rang erhalten. Wo ist der Typ von hier oben hingegangen? Und wie steht der eigentlich zu den anderen? Na, ja, ist ja relativ egal, okay. Hab ich eigentlich irgendwelche Defensivgebäude? Wachstum. Ich meine, was stellt hier? Ermöglicht Rekrutierung. Hier steht nirgendwo, dass etwas von meinen Einheiten weitere Garnisonen bereitstellen würde. Das wundert mich so ein bisschen. Und weiß nicht, ob Kislev einfach keine Verteidigungsgebäude hat. Oder ob das alles... Ja, also hier wird die Garnison zwar höher, aber ansonsten scheine ich Garnisonen nicht erweitern zu können. So, dann würde ich aber sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt Schluss für heute. Sind schon wieder 45 Minuten und in der nächsten Folge, der Weg ist frei, können wir dann, was ist das? Überfall. Können wir diesen Überfall da machen, genau. Das sind alles, schaltet frei. Schließt ein militärisches Bündnis, gewinnt 3 Schlachten.
Last fügt, nehmt Verwunden. Wisst ihr was, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn ich mir alles, was ich an Aufgaben habe, direkt hier an den Rand pinne. Weil sonst vergesse ich das nur, dass ich die Aufgabe habe. Egal, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Nächstes Mal machen wir den Überfall hier und rücken weiter nach Norden. Ich tippe mal so ganz grob drauf, dass dieses... Das ist wirklich eine Orgel. Ich habe gerade nach dem Wort gesucht und wollte nicht Orgel sagen oder Horn, aber das scheint tatsächlich etwas zu sein. Ich denke mal, das hier ist unser finales Ziel. Ich bin gespannt. Ja, nächste Folge machen wir dann weiter Diplomatie und führen auch mal wieder eine Schlacht. Bis dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.